Mein Name ist Diane Kodur. Ich lebe in Hamburg und ich arbeite als Schauspielerin. Ich bin mit 10 nach Deutschland gekommen. Gott, ich werde 35. Ich habe vor einem Jahr ein Buch herausgegeben. Das heißt Mein Black Skin, schwarz erfolgreich Deutsch. Als ich in Kiel aufwuchs, habe ich so wenig schwarze Vorbilder gesehen. Also mein Vater war selbst Flugzeugingenieur, meine Mutter war große Außenhandelskauffrau und beide haben diesen Job nicht ausgeübt, als sie nach Deutschland gezogen sind. Die haben komplett andere Sachen gemacht und es hat gedauert, aber wir haben verstanden, warum. Für meine Schwester und für mich haben meine Eltern vieles aufgegeben, damit es uns besser geht. Und nach Jahre Suche wollte ich gerne für mich Vorbilder zusammensuchen in Deutschland. Und da habe ich 25 tolle, erfolgreiche Schwarze zusammengestellt und habe letztes Jahr das Buch herausgegeben. Mittlerweile bin ich Deutsch, also ich träume Deutsch, ich denke Deutsch. Was an mir typisch Deutsch ist, ich bin sehr pünktlich. Ich muss aber dazu sagen, mein Vater ist zu Deutsch. Mein Vater ist so Deutsch und so sind wir groß geworden. Das ist immer so lustig, wenn ich mich mit Afrikanern verabrede. Ja, sage ich 15 Uhr und die sind dann 16.30 Uhr da und ich drehe völlig ab oder bin schon gegangen. Also ich finde es schöner, wenn die Deutschen einfach aus sich herausgehen, wenn sie einfach die Leute ansprechen, keine Angst haben, sondern einfach ansprechen. Weil ich glaube, das ist das Einzige, was man machen kann, um die Menschen hinter die Hautfarbe oder vielleicht ein Kopftuch oder vielleicht ein Bart und kennenzulernen. Heimat ist da, wo man sich am wohlsten fühlt, wo das Herz aufgeht. Ich will natürlich immer eine Afrikanerin bleiben, das ist ganz klar, weil ich bin in Ghana geboren und das ist mein Mutterland. Nichtsdestotrotz ist es Deutschland mein Heimatmoment, weil ich lebe hier mit meiner Familie, ich arbeite hier und bin Deutsche.